Ja, zu später Stunde doch noch ein Video heute. Ja, das Shorts zählt ja nicht wirklich, aber jetzt, wo es draußen dunkel ist, muss ich euch unbedingt noch etwas zeigen. Ich habe es schon gesagt, ich teste aktuell die neuen Garmin-Uhren, die neue Fenix und die neue Epix Pro. Und ich bin da noch fleißig am Testen. Aber eine Funktion, die hat mich letztes Jahr ja schon begeistert. Da hatte sie aber nur die Fenix. Inzwischen haben sie alle. Die Rede ist natürlich davon. Genau, von der Taschenlampe. Jetzt haben wirklich alle Epixes und alle Phoenixes, oder wie der Plural auch immer sein mag, mein Lateinlehrer hört ja hoffentlich nicht zu, haben jetzt eine Taschenlampe drin. Und das ist wirklich so unendlich genial. Ja, ihr wisst ja, ich trage ja immer eine Apple Watch und die hat auch eine Taschenlampe, heißt es. Aber da ist es einfach das, da man drückt auf den Knopf, dann geht's an. Und dann kann man hier noch wählen, was haben wir noch? Blinkelicht müssen wir noch haben. Na, willst du wohl? Aktivieren fehlgeschlagen. Ah, das ist auch spannend. Ich nutze ja bereits WatchOS 10. Ich vermute, Apple bastelt da was an der Taschenlampe rum. Und das hier ist der Blinke-Modus. Sieht man im Video jetzt nicht so wahnsinnig. Ja doch, man sieht's. Und dann kann man noch auf Rot wechseln. Aber das ist einfach nicht dasselbe, wenn man da immer mit der Hand so rumfuchteln muss und sie dann so drehen muss, um ein bisschen Licht zu haben. Hier, wenn die Lampe hier vorne steckt hier die Lampe, das ist so viel besser, so viel bequemer und es ist einfach auch so unendlich viel heller. Und man hat auch noch so viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich dachte, ich zeige euch die mal eben schnell. Das hier, ich trage ja die ganze Zeit die Fenix, weil ich die schöner finde. Aber ich zeige euch jetzt an der Epix, was man da alles verstellen kann. Zweimal tippen, dann geht es jeweils an. Leucht, leucht. Und das wollen wir ja gar nicht lange drauf drücken. Dann können wir auf Taschenlampe. Und dann haben wir die Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt schaut mal, da kann man natürlich dann verstellen. Wir schalten sie erstmal ein. Ich muss da ein bisschen an der Kamera vorbeiziehen, dass ich euch nicht allzu sehr blende. Und dann kann man halt noch hoch. Da hat man so viel Helligkeit damit und wenn man runter geht, kriegt man auch noch ein rotes Licht, wenn man jetzt im Dunkeln unterwegs ist und nicht die ganze Familie wecken möchte. Sehr praktisch. Sieht dann ein bisschen unheimlich aus, wenn man da mit dem roten Licht unterwegs ist in der Nacht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Cyborg aus Battlestar Galactica. Wieder zurück. Und was es auch noch gibt, ist eine ganze Funktion, die da Stroboskop heißt. Das ist natürlich nicht das Party-Stroboskop, aber man kann da ganz viele Blinkmuster machen. Blinken, pulsieren. Wow. Bake heißt das da, keine Ahnung. Mit Backen hat das wohl nicht viel zu tun. Blitzen, oh, das ist wild. Benutzer definieren kann man auch noch. Und naja, ganz, ganz viele Optionen und das Ding ist einfach unglaublich hell. Ich muss euch nochmal zeigen, wie hell es ist, wenn man es auf Maximum stellt. Machen wir hier mal schnell dunkel, einen Moment, Licht aus, schwupps, Taschenlampe an. Das ist jetzt noch nicht Maximum, jetzt gehen wir auf Maximum rauf. Zick, zick. Ja, sehr vorteilhaft. Also das Maximum, was die Taschenlampe hier hinkriegt. Schauen wir die wieder aus. Und jetzt zum Vergleich noch, was die Apple Watch hinkriegt. So geht schon auch. Das Ding ist aber, es ist, weil es halt eine ganze Fläche ist und nicht so gerichtet ist, kriegt man den Raum viel weniger hell. Wenn wir hier nochmal die Taschenlampe nehmen, kann man halt sehr gezielt irgendwo hinleuchten, wo man gerne möchte. Aber nehmen wir lieber das richtige Licht. Tada! Ja, ist ja das kleine Moluslicht, was ich ja so mag für Pressereisen. Das hat sich einfach unendlich bewährt. Ja, also Fazit. Ich wünsche mir für die Apple Watch Ultra 2 jetzt auch so eine Taschenlampe. Nämlich eine hier vorne, die nach vorne strahlt. Das möchten wir haben. Hat es doch sicher irgendwo noch Platz, um da ein paar LEDs reinzustecken.
Ich hätte sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Wie habt ihr das mit der Taschenlampe? Ich muss zugeben, wenn man selber nie ausprobiert und selber nie im Alltag genutzt hat, ist der Wunsch nicht ganz so groß. Aber jetzt, wo ich das doch schon fast eine Woche lang genutzt habe mit den Epixes und Phoenixes, ich vermisse es bereits bei der Apple Watch. Das ist momentan, Tag für Tag rutscht es eine Stufe nach oben auf meiner Wunschliste für die Apple Watch Ultra 2, die ich ja auch für Anfang September erwarte. Wie seht ihr das? Schreibt mir das doch in den Kommentaren und ansonsten können wir das auch am Dienstagabend noch besprechen im Livestream. Da machen wir wieder mal einen Livestream. So, falls das düstere Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, das war spooky. Daumen nach unten, falls ihr noch nicht habt. Abo abschließen, dann verpasst ihr dann auch nicht den Livestream. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder eben im Livestream.